Eine Menge Energie und gucken. Unleash Stufe Level 3. Und zwei Sachen. Das ist ein bisschen spärlich für den Level. Aber okay, er war auch nicht lang. Natürlich, fortsetzen. Ich will ein Eismonster. Ich will noch mal Eismonster verprügeln. Okay, Eismonster gibt es hier direkt nicht. Aber der Geiermonster tut's auch. Warum bin ich nur so scheißen müde? Ja, es hat ja. Moment mal. Wie zur Hölle bin ich da hochgekommen? Vorhin. Ich hätte da so hochgekommen, ohne diese Eins. Rätselhafte Ereignisse. Schon wieder. Was scheint er mal dann zu machen, wenn ich packen will? Dieser Eisblock war wichtig, denn dadurch bekommen wir das Vieh hier frei. Achtung, hier befindet sich nur dieses rote Ding. Und mehr nicht. In einer versuchten und gefällten Aufnahme hier, bin ich da mal runtergesprungen. Das Resultat war, dass ich gestorben bin. Es lohnt sich doch, irgendwo hinzugehen und dann zu sterben. Oder? Einfach mal runterspringen, um zu gucken, ob da was ist. Man wird ja übergespawnt. Im echten Leben auch. Meistens ist das dann, wenn man irgendwie zu viel Alkohol hatte und Flummus bekommt. Gut. Kletteraffen-Action ist angesagt. Gnädigerweise dreht sich die Kamera mit. Die Action mit dem Warehawk. Wow. Okay. Hier kann man, glaube ich, runterfliegen. Das hier tut sicher. Man kann sich hier voll an dem Ding vorbeischieben. Und. Bam. Haha, du kannst mich nicht kriegen. Oh ne, hier nach wird es total nervig. Na gut, sparen wir uns den an die Schmuck nicht auf. Man sieht nämlich besser, dass man nicht so viel tun kriegt. Abzuwenden, du Sackgesicht. Wenn man nicht stimmt, können wir wahrscheinlich auch nicht eingefangen werden. Gut, das waren alle. Ha. Kommst du jetzt da hoch? Meine Fresse. Ich muss ja wohl nicht den großen Überredungsdoktor spielen, wenn ich da hoch bin. Wir fangen, glaube ich, Ringe. Für das bisschen Health, das noch gefehlt hat. Die hoch und jetzt wird es ein bisschen blöder. Gut, da ich ja wahrscheinlich sowieso runterfliegen werde. So wie ich mich kenne. Nein, noch nichts. Dieses Ding und da. Hat ja so eine Reichweite. Und, hoppa.
So, da unten sollten eigentlich gleich irgendwelche Monster auf uns warten. Die ich jetzt aber nicht holen kann. Ich bin da hochgekommen. So, jetzt an der Wand entlang. Hier ist es echt eine Kletterpartie. Ah. Das war klar. Kann ich die Viecher hier auch holen? Ja, fetter auf. Alle auf einmal gestunt. Gut, jetzt kann ich auch. Und wieder geschafft. Diesmal direkt an der Wand. Yes. Oh, jetzt weiß ich auch, wie ich das hingekriegt habe. Dieses Mal nicht failen, Sonic. Brav. Du scheiß Vieh, sonst hab ich dich tot. Danke. Puh, da hinten ist das Ende von diesem Level und danach gibt's noch einen. Muss ich jetzt aber warte ich einfach mal auf den. Habe jetzt einfach nur so blöd gemacht. Wir können da zu dem Item mal von hier aus. Ich bin mir gerade sehr sicher, dass ich ins Eis fliegen würde. Ins Wasser. Ins Wasser. In den Tod. In den Tod, sicher und tot. Dann hatten wir in solchen Situationen wieder so ein Vieh, das uns hier wegholt, aber hier. Stirb. Es ist sehr beschissen, auf diesen kleinen Eisschollen Viecherblick zu machen. Ganz praktisch, dass hier Holzkisten standen. Ich hab ihn durch! Ich hab ihn durch! In 7, 39 Sekunden. Ching. Schon wieder 3 Münzen gesammelt. Medaille. Medaille. Zum Damen. So. 2680 Punkte gesammelt und noch kein Level Up. 75, 5 Club 8, bis 18, 72. Yay! Das ist so schön, diese Region weckt winterliche Erinnerungen. Es ist so kalt und klamm und windig und mies und scheiße und meine Heizung scheint aus zu sein, so kalt es ist. Und der Eistempel. Letzte Level in heute. Der letzte Nachtlevel in Hloska. Auch hier gibt es nichts zu holen am Anfang. Scheint sie echt nur in Apotos gemacht zu haben. Menge ist es jetzt erschlagen. Wir laufen einfach mal dagegen. Kümmert kein Schwein. Wir laufen dagegen. Sonic kriegt keinen Schaden. Und da springen wir rüber, weil das sonst nichts ist. Gut, hier müssen wir erstmal nach unten, damit wir jetzt.
Stacheln entdecken.